Mitternacht, rund einen Kilometer vor der madagassischen Küste. Die Meeresbauern von Tampolowe sind auf dem Weg zu ihren Gehegen. Jeder Besucher muss sich ein- und wieder austragen, denn was hier gezüchtet wird, ist sehr wertvoll. Nur bei Neu- oder Vollmond sinkt der Meeresspiegel weit genug, dass man die Tiere zählen kann, die die Bauern eins nach dem anderen aus dem flachen Wasser holen. Seegurken gibt es in allen Meeren der Welt. Man schätzt, dass es etwa 1200 Spezies gibt. In Asien, vor allen Dingen in China, gelten sie als Delikatesse. Ein Kilo getrocknete Seegurken können bis zu $1000 kosten. Tagsüber vergraben sich die Tiere im Sand. Deshalb kommen die Farmer alle 2 Wochen nachts, um nach den Seegurken zu sehen. Denn Diebstahl und Krankheiten gefährden den Bestand. Mitarbeiter von Blue Ventures, der NGO, die das Projekt vor fast 10 Jahren ins Dorf gebracht hat, kontrollieren die Gewichtszunahme der Seegurken. Ab 400 Gramm sind sie bereit für den Verkauf. Liver? One kilo, 270 grams. Is it the big? Yeah, the big one. It's the biggest. Es gibt Regeln für die Pflege der Zuchtbecken. Die Regeln haben wir gemeinsam mit den Züchtern erarbeitet. Zum Beispiel ist es verboten, das Becken eines anderen Farmers zu betreten, ohne unsere Zustimmung. Jede Art von Fischerei ist verboten. Ausgenommen sind nur Krebse. Die darf man fangen, weil sie sonst die Seegurken fressen. All diese Regeln sind dazu da, das Meer zu schützen. Vor den Seegurken war die Lagune der Bay des Assassins so gut wie leer gefischt. Heute gibt es wieder eine unglaubliche Vielfalt an Fischen, Schnecken und Krebsen. In einem Land, in dem 70% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben, erlebt das Dorf einen gewissen Wohlstand. Madame Serafine war 2009 als eine der ersten Farmerinnen mit dabei. Vor der Seegurkenfarm hatte ich keine Chance, meinen Lebensstandard zu verbessern. Seit ich mein eigenes Gehege habe, habe ich genug Geld, um meine 2 Kinder zur Schule zu schicken. Und ich habe mir ein paar schöne und nützliche Dinge für mein Haus gekauft. Außerdem habe ich jetzt eine Ziegenherde. Wer zeigen will, was er sich leisten kann, kauft ein Schwein. Und davon gibt es viele in Tampolowe. Geschlachtet werden sie allerdings nur zu Weihnachten. Tagsüber, wenn die Seegurken tief im Sand vergraben sind, ist es Zeit, die Gehege zu reinigen. Viel weiß man nicht über das scheue Tier. Aber die Farmer haben festgestellt, dass sie besser wachsen, wenn das Wasser ungehindert durch die kleinen Zäune fließen kann. Catherine Taylor ist eine der wenigen Wissenschaftlerinnen weltweit, die sich mit den Tieren beschäftigen. Das ist ein ganz besonderes Tier. Die Sorte, die sie hier züchten, heißt Holoturia scabra. Sie wird auf dem internationalen Markt hoch geschätzt. In einem Dorf wie diesem eine nachhaltige Zucht aufzuziehen, hat das Leben der Menschen hier verändert. Und gleichzeitig sind die Seegurken extrem wichtig für das Ökosystem in dieser Gegend. Der natürliche Bestand dieser Sorte war weltweit so gut wie ausgerottet. Sie wieder in der Lagune zu haben, ist zum Beispiel gut für das Seegras. Die Seegurken funktionieren wie eine Art natürlicher Filter. Sie saugen Sand ein und reinigen ihn von organischem Abfall, Mikroalgen und Bakterien. Von ihren Einnahmen aus der Zucht bezahlen die Farmer Sicherheitsmänner, die zumindest die Gehege Tag und Nacht im Auge behalten. Als die größte Gefahr sehe ich den Moment, wenn wir die Seegurken verkauft haben. Dann ist hier auf einen Schlag viel Geld im Umlauf. In jeder Familie, in jedem Haushalt.
Und das könnte Diebe anlocken, da wir hier keine Bank haben, wo wir das Geld einfach einzahlen können. Deshalb müssen die Farmer das Geld bei sich zu Hause bunkern. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil das Dorf überfallen werden könnte. Auch beim Handelspartner IOT in der Provinzhauptstadt Tulia ist man sehr auf Sicherheit bedacht. Hier werden die Jungtiere gezüchtet, die später in der Bucht vor Tampolove leben werden. Wenn sie groß genug sind, holt IOT die Seegurken ab und verarbeitet sie weiter. Um aus dem ausgewachsenen Tier, das um die 400 Gramm wiegen sollte, zu diesem fertigen Lebensmittel zu kommen, das ungefähr 15 Gramm wiegt, müssen wir sie zunächst einmal aufschneiden. Wir machen hier unten einen kleinen Schnitt und pressen die Innereien heraus. Dann kochen und trocknen wir sie. Der Kunde muss die getrockneten Seegurken in Wasser einweichen, bevor man sie essen kann. Zum Beispiel als Salat in feine Scheiben geschnitten oder als Sushi. Jede kleine Seegurke kostet die Farmer in Tampolove 16 Cent. Aber nachdem sie sich 9 Monate lang durch den Sand gefressen haben, ist die erwachsene Gurke 1,30 Dollar wert. Und das zahlt sich nicht nur für die Farmer aus, sondern für die ganze Bucht und alle Tiere, die darin leben.